So, Sonntagmorgen. Ja, der ideale Zeitpunkt, um etwas für seine Gesundheit zu tun. Und dann eignet sich der Sonntagmorgen ganz besonders. Wir fangen schon mal locker, während ich unsere einführenden Motivationsworte spreche. Wir fangen schon mal locker an zu bewegen. Leicht joggen auf der Stelle, federn. Und denkt dran, der Sonntagmorgen ist ideal geeignet, die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Und dieses Auffüllen der Energie soll uns den ganzen Tag begleiten. Und die wollen wir festhalten, die Energie, bis wir die gegebenenfalls irgendwann in naher oder ferner Zukunft wieder benötigen und dann wieder und immer wieder auffüllen können. Da gibt es ganz viele verschiedene Wege, den Energiespeicher aufzufüllen. Und das kann jeder für sich selber entwickeln. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, den Energiespeicher für Bewegung aufzufüllen. Und das machen wir durch Bewegung. So einfach ist das. Und selbstverständlich alles immer mit ein klein wenig Humor begleitet. Wir laufen auf der Stelle, schütteln uns in alle Regionen des Körpers schön aus. Guck mal, sie so schön bewegen, schütteln. Die Finger sind aktiv, die Schulter werden bewegt, die Beine sind bewegt. Wir federn. Federn bedeutet, wir berühren mit der Ferse gar nicht den Boden. Fuß, Knie und Hüftgelenke sind geschmeidig unterwegs. Wir atmen tief ein und lange wieder aus während der gesamten Zeit unserer Bewegung. Sehr, sehr schön. Dann hätte ich gerne, dass wir beide Arme nach oben strecken und dann den Wechsel mal nach unten schwingen, über Kreuz schwingen und dann wieder nach oben strecken. Und das immer schöne Wechsel. Eins, zwei. So haben wir einen schönen Rhythmus. Eins, zwei und nochmal 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 eins. Und los geht's. Komm und zehn und neun und acht und sieben und sechs. Wow. Und fünf. Und vier, klasse, und drei, und zwei, und nochmal zwei, klasse, und nochmal zwei, und eins, und alles schön, 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 schön locker lassen. Beide Arme winkeln wir, schöner winkeln, jawohl. Und immer noch laufen wir federleicht, joggen auf der Stelle, ich habe mir meine Matte dazu gelegt, den rechten Arm strecken, geben wir uns fünf, kommen wieder zurück. Den linken Arm strecken, geben wir uns zurück. Das war jetzt sehr gerade. Und jetzt machen wir es ein bisschen diagonal, richtig. Und das im Wechsel nach rechts und links. Klasse. Schön diagonal. Das heißt, wir schrauben so ein klein wenig an der Wirbelsäule. Wir drehen die nach innen und bleiben trotzdem so gut es geht mit den Fußspitzen geradeaus unterwegs. Komm jetzt. Jawohl. Und nochmal komm. Und nochmal komm. Und nochmal komm. Und nochmal komm. Jawohl. Hopp. Und hopp. Und dann geht's los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, komm jetzt, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, alles schön fallen lassen, locker lassen, tief einatmen und ganz, 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 ganz langsam wieder ausatmen. So, mal ganz kurz den Rhythmus unterbrechen. Beide Hände nehmen wir so hintereinander in die Hand. Und dann wollen wir mit dem linken Knie hoch, komm, absetzen und dann mit dem rechten Knie hochkommen und absetzen. Das schöne Wechsel. Los geht's. Komm, links. Eins, zwei, drei. Und rechts. Eins, zwei, drei. Links. Eins, zwei. Rechts. Jawohl. Links. Rechts. Eins, zwei, drei. Links. Eins, zwei. Rechts. Eins, zwei, drei. Links, eins, zwei, drei. Rechts, eins, zwei, drei. Links, eins, zwei, drei. Rechts, schöner Rhythmus. Komm, hopp, 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 hopp. Und eins, links und rechts und links. Quatsch. Und rechts und ab jetzt komm. Und rechts und links. Und rechts und links und rechts und links und rechts
Vollmond, rechts und links und locker lassen, schön locker entspannt weiterlaufen, alles maximal ausschütten, wilde Bewegung im Bereich unserer Schulter, Hals- und Nackenmuskulatur, schöne feste wilde Bewegung. Mindestens so lange, bis sich ein wohlig warmes Gefühl in den Schulterregionen erzeugt habe. Dann möchte ich, dass wir Band gehen. Bitte die Hände hinter den Kopf nehmen. Der rechte Ellbogen zeigt streng nach rechts, der linke Ellbogen streng nach links. Locker und leichtes Joggen. Und dann möchte ich, dass wir den Kopf nach rechts drehen. Dabei rollt er sich über meine Handinnenfläche ab und wieder nach links drehen. Schön hin und her rollen. Jawohl. Klasse. Rollen. Rollen. Jawohl. Schön abrollen. Und dann guckt man einmal nach links und dann gucken wir mal einmal nach rechts oder umgekehrt. Schön im Wechsel rollen. Und dann bleiben wir in der Mitte stehen. Bauch und Po maximal anspannen. Und dann beide Ellbogen nach hinten wippen, sodass der Oberkörper rauskommt und wieder zurückkommt. Alle zusammen. Los geht's. Und hopp und hopp. Hopp und hopp. Hopp. Und hopp, hopp und hopp, hopp und hopp, hopp und hopp, komm, hopp und hopp. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, komm jetzt, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Und eins und alles wieder fallen lassen, alles schön, schön locker lassen. Wieder dürfen wir ganz beschwingt unsere Schultern auf und ab bewegen. Im nächsten Abschnitt geht es wieder um die Übungskombination. Leichtes, beschwingtes Gehen oder Joggen auf der Stelle, Körperspannung festhalten, Bauch, Po, Beckenboden, ist maximal angespannt. Und dann möchte ich, dass wir zusammen diese kleine Übungskombination üben. Beide Arme strecken, anwinkeln, 4 Bewegungen in die Schulterblätter. 1, 2, 3, 4. Gestreckt nach vorne, Rücken überstrecken. 1, 2, 3, 4. Arme nach vorne nehmen, rotieren. 1, 2, 3, 4. Zurückkommen, Ausgangsposition. Alle zusammen, los geht's, komm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Klasse. Wir drehen nach rechts. Aufspannung halten. Komm, komm, komm. Schön festhalten. Perfekt, wieder zurückkommen, Ausgangsposition. Und los geht's. 1, 2, 3, 4. Klasse. Und 1, 2, 3, 4. Wow, sehr, sehr gut. Und dann nochmal. Dreh nach rechts, nach links, nach rechts, nach links und Ausgangsposition. Körperspannung halten, atmen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Klasse. 1, 2, 3, 4. Absätze. Letzter Durchgang. Körperspannung halten. Noch fester. Komm, 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 komm. 1, 2. Komm jetzt. 2, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4 und dann rotieren. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Absetzen, Pause. Bei 3 dürfen wir das Gehen wieder einstellen. 1, 2, 3. Atmen tief ein. Und ganz lange wieder aus. Sehr schön. Wir behalten selbstverständlich die Partner sind in der Nähe und machen dann mit unserer Gymnastik auf der Matte weiter. Heute im Mittelpunkt unseres kleinen Sonntagstrainings steht selbstverständlich mal die Bauchmuskulatur. Wir beginnen mit Bauchtraining in der Rückenlage und legen uns dazu zunächst mal auf unsere Matten. Erster Durchgang. Körperspannung halten, beide Arme ganz weit nach rechts orientiert, an den Beinen vorbei. Die Diagonale greift oben hin und wieder zurück. Körperspannung halten. Rauf und runter. Hoch und ab. Hoch und ab. Hoch und ab. Komm. Hoch und ab. Hoch und ab. Hoch und ab. Spannung halten. Also legt die Aufmerksamkeit auf eure Rumpfmuskulatur, haltet die schön fest.
Atme trotzdem weiter. Und ab jetzt noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, komm jetzt. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, Absätze, Pause, durchatmen und die Seite wechseln. Selbe Übung. Bitte, in meinem Fall geht es jetzt links weiter. Oder ihr könnt einfach sagen, komm, ich mache die andere Seite weiter. Schön. Hoch, zurück, hoch, zurück, hoch, zurück, hoch, zurück. Komm, hoch, zurück. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 1, absetzen, Pause machen, tief ein und zur Erholung lange wieder ausatmen. Jetzt machen wir eine kurze Bewegung, also alles schön anspannen, Oberkörper auf, eine kurze Bewegung, rauf und runter, alle zusammen, komm, hoch, ab, hoch, ab, hoch, ab, komm, hoch, ab, hoch, ab, und nochmal, 10, 9, 8, 7, komm jetzt, 6, 5, 4, 3, weiter geht's, 2, 2, 2, 2, 1, ganz lange zurück, tief einatmen, lange, lange, lange wieder ausatmen. Im nächsten Durchgang wollen wir die Bewegung wieder höher machen, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass unsere Beine angewinkelt in der Luft stehen bleiben. Knie und Fußgelenke sind jeweils in ihren Richtungen 90 Grad eingestellt. Körperspannung anheben. Okay, dann geht's los. Hoch und zurück. Hoch und zurück. Hoch und zurück. Und los geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, komm jetzt, 4, 3, komm jetzt, 2, 2, 2, und nochmal 1, ganz lange zurück, aufsetzen, tief ein, lange ausatmen, für unseren kleinen, aber intensiven Bauchworkout heute, wollen wir viele verschiedene kleine Dinge üben. Die Beine bleiben so, Hände hinter den Kopf, hoch, drehen, zurück. Ja, also hoch, drehen, zurück. Alles wieder, komm, hoch, drehen, zurück. Hoch, drehen, zurück. Hoch, drehen, zurück. Hoch, drehen, zurück. Noch 10, 9, 8, komm jetzt, 7, 6, weiter geht's, komm, 5, kämpfen, hoch, drehen, zurück, hoch, drehen, zurück, und nochmal, 3, und 2, und 2, und 1, Absetzpause, tief ein, und ganz, ganz lange wieder ausatmen, und nochmal Körperspannung halten, und das Ganze in die andere Richtung, los geht's, komm, hoch, drehen, zurück, hoch, drehen, zurück, hoch, drehen, zurück, hoch, drehen, zurück, und hoch, 10, hoch, 9, hoch, 8, hoch, 7, hoch, 6, hoch, 5, hoch, 4, hoch, 3, komm nochmal, hoch, 2, hoch, 2, hoch, 2, hoch, 1, absetzen, Pause, tief einatmen, lange durchatmen, eine kurze Tonpause, Achtung! Und schon, meine Lieben, ist die Tonpause abgearbeitet. Körperspannung halten und eine große Bewegung rauf und runter. Schön. Hoch und langsam wieder zurück. Und nochmal hoch und langsam wieder zurück. Und nochmal hoch und langsam wieder zurück. Und nochmal hoch
Und langsam wieder zurück und ab jetzt, komm noch. Und 10. 9. Läuf. Und 8. Und 7. Und 6. Komm. Und 5. Klasse. Und nochmal 4. Und nochmal komm. 3. Und nochmal komm. 3. Und nochmal komm. 3. Wow. Und der letzte 2. Nicht der letzte, wir sind bei 2. Und nochmal 2. Und nochmal 2. Und ganz lange zurück. Ja. Absetzen. Erholen, Pause machen, schön durchstrecken. Arme raus, Beine aus den Gelenken, schön hin und her bewegen, tief ein und ganz, ganz lange wieder aus, atmen. Prima. Ab in die Bauchlage. Komm, wir legen uns auf den Bauch. Körperspannung halten, beide Beine anheben und schön auf und ab bewegen. Schön auf und ab bewegen. Klasse. Nochmal den Bauch maximal zusammenkneifen. Kopf festhalten, die Pobacken zusammenkneifen. Jawohl, und jetzt geht's weiter. Atmen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, absetzen, Pause. Beide Arme strecken. Zehenspitze bleiben und Oberkörper annehmen und dann schön hin und her schaukeln und pendeln. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, absetzen, Pause machen, tief einatmen, lange wieder ausatmen. Mann und Hinter, so, einmal bitte noch einen Katzenbuckel machen. Schön rundrücken. Und ordentlich hier rundrücken, ganz rund machen. Maximal rund einstellen. Und dann wieder hängen lassen, schön hängen lassen. In die Hängebrücke wippen, nachwippen. Komm, nachwippen. Wieder ausmachen, eine fließende Bewegung. Gut, und komm, ab. Jetzt noch 5, 4, 3, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, absetzen, Pause, Manometer, so einfach ist es, den Akku wieder aufzuladen, Energie zu tanken. Wir müssen dabei einfach nur jeden Tag am liebsten diese Gymnastik machen. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Training. Allen zusammen noch einen schönen, aufgeladenen Sonntag. Bis dann, ciao.